Ja, bitte? Keine Zeit, ich bin... Was möchtet ihr kaufen?
Der Magie zu Ehren. Ihr seid also der Neuankömmling, der sich aus der Mine geschlagen hat, wie? Mersul hat mir alles erzählt. Also dann, willkommen im Sanktum. Ich kann mir vorstellen, dass euer Weg bis hierher sehr beschwerlich war, aber ich versichere euch, dass er sich gelohnt hat. Als einer der wenigen Begabten seid ihr etwas sehr Besonderes. Und genau so werden wir euch hier auch behandeln. Wir haben hier verschiedene Händler und Ausbilder, sowohl für Waffen als auch für Magie. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch stets an mich oder an einen der Älteren. Aber nun wollt ihr sicherlich erst einmal wissen, wie es mit euch weitergeht. Ein jeder Neuling muss bei uns eine alte Tradition erfüllen. Ihr müsst lediglich den Schrein von Narazul Arantheal aufsuchen und die Inschrift auf dem Sockel lesen. Worin diese Idee besteht, wird euch Mersul später näher bringen. Zuerst muss es reichen, dass ihr wisst, wie wichtig Narazul Arantheal für den Orden war und noch immer ist. Verlasst das Sanktum in Richtung Süden und folgt dem Weg. Es ist im Grunde nicht schwer zu finden. Falls ihr auf Wildtiere Willkommen, Schattengeborener. Willkommen am Ort, an dem das Schicksal gemacht wird.
Na, ein wenig verunsichert, verängstigt, verloren zwischen den Trümmern der Welten. Ja, genau das ist dieser Ort, das Trümmerfeld der Welten. Was ihr hier seht, ist das, was von alten zerfallenen Welten übrig geblieben ist. Und bevor ihr euch fragt, wer ich bin, so sage ich euch, dass ihr euch darüber keine Gedanken machen braucht. Es ist dieser Meersohl. Er wird euch, sobald ihr zurückgekehrt seid, in die Grundsätze des Ordens einweihen. Und während ihr ihm zuhört, Welten sind vergänglich. Die natürliche Unausgeglichenheit, der Umstand, dass nicht alles einen Gegensatz hat, lässt ihr Gefüge brüchig werden. Allein die Frage ist, was diesen Untergang herbeiführt. Die meisten Dinge haben einen Gegensatz. Licht und Dunkelheit, Leben und Tod, Wirklichkeit und Surrealismus. Jedoch nicht alle. Und sie sind es, die stets der Welten Verderben sein werden. Ach ja, eins vergaß ich noch. Ebenso wie ihr euch nicht fragen solltet, wer ich bin, solltet ihr euch auch nicht fragen, weshalb ich euch dies berichtet habe. Schätzt euch glücklich, dass ihr das Trümmerfeld der Welten noch zu Lebzeiten erblicken konntet. Jetzt aber Schluss damit. Behaltet einfach meine Worte im Hinterkopf und ihr werdet euren Platz im Schicksal gewiss einnehmen.
Na, was bist du denn für einer? Hey, was soll das? Warum sprichst du mich an? Verschwindet! Nein, kein Interesse.